Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Elex 2. Yes, yes, yo. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir fallen gerade in ein ganz tiefes Loch, das ich ganz gerne immer das Semi-Playthrough-Loch nenne. Und zwar, ich lasse mich zu sehr sidetracken. Wir sind jetzt hier bei den Klerikern und eigentlich sollten wir uns vielleicht erstmal weiter darum kümmern, dass wir das hier fertig machen. Weiß ich nicht. Ja, nebenbei, Kaya trägt uns auf ihren Schultern. Ist schön, Unterstützung der Frau zu haben. Ja, wie gesagt, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir uns hier nicht zu sehr sidetracken lassen, Freunde. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich habe jetzt viel Arbeit vor mir, einen neuen Prototypen zu entwickeln. Jetzt nicht. Schmiede. Aber wir haben ja Waffenschmied 1 noch nicht gelernt. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die wir lernen müssen. Ist halt auch eine der Sachen, die ich definitiv lernen will. Ich würde aber sagen, wir machen uns hier vom Acker, bevor ich hier noch zu viele Sachen annehme, gehen wir hier erstmal weg und kümmern uns jetzt erstmal um die Sachen, die für uns greifbar sind. Denn wir wissen ja, wir haben gesehen, egal wo ich hingehe, die ganzen Gegner, die kriegen wir nicht tot. Was, ein Windrad? Das sah gerade aus wie irgendein Vogel, der kotzt oder so. Ja, die ganzen Gegner kriegen wir nicht tot. Wir haben keine gute Ausrüstung. Wir sind sowieso von der Stufe her super niedrig. Wir müssen also erstmal sollten wir die Grundlagen schaffen. Damals haben wir ja auch erstmal bei den Berserkern so ziemlich alles gemacht, was wir konnten, bis sie gefragt haben, ob wir dann denen beitreten wollen und wir gesagt haben, ja, verpiss dich. Apropos, haben wir hier eigentlich schon geklaut? Wir leben ja ein konsequenzfreies Leben. Ein Elixit hat er da liegen. Du siehst mich gar nicht. Es ist tricky, wenn man klickt, nicht das sofort aufnimmt, sondern sich erst noch so einen Kreis füllt. Wenn in der Zeit er da angeschossen kommt, ist natürlich ein bisschen kacke. Diese alte Lampe muss ich haben. Weiche von mir, Dämon. Okay, erstmal gucken, was er sagt. Ich habe hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ja. Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht. Oh, aber gut. Das ist schon ein ziemlich guter Hammer, in der Tat. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Okay. Kalk was?
Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schau mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Ich schau mir noch dein Haus ein bisschen genauer an. Freunde, hätten wir uns gar nicht so einen Film machen müssen. Warum habe ich mir hier... Warum habe ich mir da so eine Markierung gesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Das haben wir alles. Wir haben alles mitgenommen. Das heißt, wir sollen jetzt eine Kalksteingrube finden, Freunde. Legendärer Mörtel. So, das ist direkt da drüben. Okay, alles klar. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Losziehen. Und Ärsche treten. Auf dem Weg dahin können wir hier nochmal... beim Baumeister. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass wir jetzt so nach vorne fliegen können. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was willst du wissen? Alles. Das lehrt er nicht. Geistig Geschicklichkeit brauchen wir dafür. Das ist krass. Ich meine, das Ziel ist sowieso irgendwie Geschicklichkeit auf 100 zu haben, Intelligentigkeit auf 100, alles auf 100. Balder. Zeig mal, was du hast. Na klar. So, verkaufen. Waffen und den ganzen Shit, den behalten wir. Was wir verkaufen können, sind, naja, wir wissen, sowas hier, Krallen und so. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich verkaufe halt alles, wo wir jetzt super viel von haben. Aber so, dass wir immer noch ein bisschen was behalten, falls wir es tatsächlich mal brauchen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das jemals brauchen werden. Teller. Löffel, Alter. Mit den Lageberichten und so, da weiß ich auch nicht, ob wir das... kaufen können. Ich glaube, so Geld und so, alles, was hier als Wertsachen ausgeschildert ist, das ist sowieso jetzt nichts, wo irgendwann mal einer kommt. Symbol von Kalan sammeln wir einfach. Ja, und den Rest behalten wir. Schrott, wer weiß, wofür das noch gut ist. Dietriche und so müssen wir auch mal gucken. Möchtest du den Handel abschließen? Ja. Zeig mal was. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken. Na klar. Was er denn verkauft. Heiltränke kosten 50. Ja, fuck it, nehmen wir mit. Es gibt Erfahrung. Und dann verkauft er alles, was wir ihm gegeben haben.
Munition. Damn. 250. 500. Okay, damit können wir aber auch wieder unseren Bogen ausrüsten, Freunde. Den hier. Alright. Haben wir eigentlich hier... Ich glaube, das war noch die Zeit, wo wir gar nicht alles geklaut haben, was wir klauen konnten, ne? Müssen wir jetzt nochmal angehen. Walter, ich guck nur kurz in deine Wohnung rein. Und damit ich nichts kaputt mache, schleiche ich hier durch. Ah, ne. Ah. Frühkäse. Ich glaube, hier haben wir schon alles mitgenommen. Okay, Freunde, ich weiß, ihr wartet alle darauf, dass wir hier endlich loslegen. Ich auch so ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier runter zum Fluss. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wären hier super viele... super viele gefährliche Viecher. Okay. Ja, ist irgend so ein Sturmvaran. Der mag uns nicht. Oh shit. Habt ihr es gesehen? Was bist du? Gut. Okay, den kriegen wir hin. Was denkst du, wenn du bist, Alter? Okay. Muss ein bisschen aufpassen mit den Fliegvieh da oben. Okay. Damit haben wir unseren Kalkstein. Ne, der Sinn ist ja jetzt, wir machen so kleinere Quests, für die wir relativ gut Erfahrungspunkte bekommen. Und mit diesen Erfahrungspunkten können wir dann ein paar Stufen aufsteigen, können uns bessere Ausrüstung holen und haben dann quasi halt einen besseren Grundsatz, mit dem wir arbeiten können. Um letztlich in die Welt rauszuziehen mit besserer Ausrüstung. Das ist ja das erklärte Langzeitziel.
Digga. Wie Superman. Okay. Aber er hat gesagt, er guckt sich hier schon mal um. Das Geile ist ja, dass wir ja schon sehen, dass wir es später mal so haben werden, dass wir alles hier haben. Ach, Dex, übrigens, Mutti ist da. Du bist sehr schnell groß geworden. Das habe ich schon oft gehört. Doch empfinde ich das gar nicht so. Vor ein paar Jahren warst du noch ein Baby und heute. Sieh dich an, was aus dir geworden ist. Ein hässliches Kind. Und was wäre das? Ein scharfsinniger und hochintelligenter Junge. Dir entgeht nichts und du hast ein feines Gespür für die kleinen, aber wichtigen Dinge. Ist das etwas Gutes? Allerdings. Cool, dann finde ich es auch gut. Kaya, das ist absolut dein Sohn. Geht's dir gut? Na klar, danke. Ich lass Kaya jetzt nicht mehr gehen. So, lass mal gucken. Konnte er uns eigentlich was beibringen? War er auch, was sagt Adam eigentlich zu Kaya? Gerdok, der Baumeister, kommt in die Bastion? Ja. Ich schätze schon, aber bevor er seine Arbeit aufnimmt, gibt es noch eine Kleinigkeit zu tun. Ah, es läuft also. Sehr gut. Weiter so. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Die Bastion braucht einen guten Baumeister. Haben wir. Wir brauchen noch einen Feldherrn, der unsere zukünftige Streitmacht in den Griff bekommt. Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun, die Kleriker wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, ein bekannter Name. Nun, ja. Dann wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben, wenn es darauf ankommt. Die Kleriker kommen erst langsam wieder auf die Beine. Im Moment sind sie wohl keine große Hilfe. Ach, man darf auch nicht vergessen, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Das wird wohl noch dauern, bis diese Wunden verheilt sind. Okay. Aber das reicht noch nicht ganz. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaften. Danke, Jax, du hast... Dex, Jax und wie heißen wir? Bex? Nee, Bex bestimmt nicht. Hier Treibstoff haben wir keinen mehr. Ja, ich weiß nicht. Das sind alles super interessante Sachen, aber ich würde die dann tatsächlich eher ganz zum Schluss holen, wenn wir nochmal so 1000 Elex einfach übrig haben. Da fehlt noch was. Hab ich kein Fleisch? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Okay, Home Sweet Home oder was, Gardok? Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann,
Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja, ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. So, jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Okay, aber... Zeig mir etwas von deinem Geschick. Wer weiß, ob du das überhaupt verstehst. Geschicklichkeit, Alter. Meine Intelligenz auf 30, das kriegen wir hin. Intelligenz auf 30, Geschick auf 35. Zeig mir, was du hast. Es gibt aber nichts umsonst. Holy shit. Bauplan für Pfeile. Schrott und Eisenerz. Aber dafür müssen wir Munition herstellen auch können. Okay, komm. Wir holen uns jetzt überall hier den Bonus. Zack. Überall die plus 1. Und dann sind wir schon mal... Das bringt uns zwar nicht wirklich was. Ja, außer diesem Bonus. Den Basiswertbonus. Aber wir sind dann schon überall ein bisschen in eine Richtung gegangen. Weißt du? Und wenn wir dann auf einmal sehen, irgendwie Konstitution 25, dann sind wir nicht mehr auf 10, sondern schon auf 15. Alright, harte Verhandlungen. Der starke Anführer. Feldherr für die Truppe. Der Unhold, Alter. Arbeite für Scrappy, siehst du? Mensch, da haben wir noch was. Wollte schon sagen, wir hatten doch irgendwo noch irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Hier müssen wir auch mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Outlaws sind oder so. Schmied. Shit! Kann der uns Schmieden beibringen? Waffenschmieden? Bring mir was bei. Was willst du wissen? Alles. Kann er.
Munition herstellen. Sockel einsetzen. So, weil dann können wir die Waffen, die wir gesammelt haben, ne, wir wissen ja, wenn wir zum Beispiel, wir haben 3 beschädigte Läuferklingen, die können wir zu einer richtigen Läuferklinge machen. Das Alpschwert, das Bleirohr. Und das Geile ist halt, dass wir die dann teurer verkaufen können. Sehr, sehr nice. Freunde, und dann können wir gleich mal gucken, ob wir uns vielleicht schon was Geileres anlegen können. Nein. Okay, ich sehe, wie das hier funktioniert. Kommt das auf die 3. Das kommt auf die 2. Ich war der Meinung, man konnte damals das alles ein bisschen anders sortieren. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Guck mal, dann können wir nämlich die Tränke hier so staffeln. Oder auch nicht. Und jetzt das hin. Neue Stufe. Bring mir was bei. Der bringt ja sowieso nur Schmied bei, ne? Ja. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So. Und zwar das verbesserte Bleirohr. Warum ist da ein Plus? Das ist strange, oder? Aber das können wir dann nämlich verkaufen. Zack. Okay. So. Wir... wollten zu Scrappy. Da müssen wir außen rum. Sie könnte uns Fernkampf beibringen. Hä, jetzt geht das so, Alter. Ich weiß, im Kopf seid ihr wahrscheinlich genauso wie ich gepolt, dass ihr sagt, hey, so schnell wie möglich lernen, dass wir durch die ganzen Sachen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Achso, ich habe übrigens Kommentare gelesen. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Rückenprobleme? Moment. Das hier ist das Outlaw? Das ist das Outlaw-Lager? Ehemals?
Well, damn. Freunde, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Wo? Wo? In der nächsten Folge Elex 2. Bei mir auf dem Kanal natürlich. Du. Ja, du. Hi. Hinterlass mir mal einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und wenn du Zeit hast und ein cooler Typ oder eine coole Typin bist, hinterlass mir doch auch gleich einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.